Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Folge. Es ist Montag, wir haben schon 11.45 Uhr, fangen jetzt erst an. Bin heute Morgen beim Dottore gewesen, hab noch den 938 geladen. Den, eigentlich hieß es Hauenstein, aber den bringe ich jetzt erst rüber in die Werkstatt. Der kriegt erst seine Wartung gemacht. Und dann weiß ich nicht, was Sache ist. Echt kein Plan. Ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, also wenn ich das so mitbekomme, glaube ich, hätte können den ganzen Tag zu Hause bleiben heute. Jetzt halt so, jetzt bin ich hier, jetzt wird geschafft. So. Also ich sattel komplett ab. Stelle Tieflader mitsamt Bagger rein. Wartung wird auf dem Tieflader gemacht. Ganz hänge ich meinen Dreieckser dran. Bin am überlegen, ob ich den Rampetieflader nehme. Fahr dann runter nach Imsweiler an den Tunnel. Da muss wird komplett geräumt. Alles. Ich weiß nicht, ob wir fertig sind oder ob wir wieder nur Anführungszeichen aufhören. Absatteln.
kurz hoch. Ne? Wenn er mal fertig ist, geht die zurück bis ans erste Haus. Davon abgesehen, ja, auf der anderen Seite von dem Tunnel ist eine Einfahrt ins Dorf quasi. Warum braucht man zwei Einfahrten? Wäre das jetzt eine größere Ortschaft, eine größere Stadt? Okay. Ja, aber so ist es halt einfach, wie soll ich sagen, ist halt ein kleiner Ort. Ja, warum brauche ich da zwei Einfahrten? Muss man nicht verstehen, ich hänge ab. Da oben die Walze lade ich. Ich weiß nicht, ob ich hochfahren soll. Bin mir immer noch nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich hier vorfahren soll. Dass die Fahrt hier rechts frei wäre. Das könnte ich mal probieren. Dass ich hier ein bisschen auf die rechte Seite fahre. Dann wird ja doch der eine oder andere wird ja doch hier hochfahren wollen. Müssen, keine Ahnung. Okay. Alles klar, vergiss es doch. Vergiss es. Überhaupt leer dann hochkommen. Ja, man kann ja vielleicht dann noch hier Nebel durchschlucken. Ich bleib so stehen. Alles gut. Ich geb mein Bestes. Ich habe mal so extreme Schwierigkeiten beim Walzeladen. Die Walze lief nicht aufs Tiefbett drauf. So, aua. Leer scheint zu gehen, hä? Nee, Alter, das gibt's doch nicht, oder? Sperre rein. Nur kurz, also. Der Gang ist vielleicht ein bisschen untertrieben. So, das haben wir draußen, das haben wir draußen. Feuer. So. Alter, bleib stehen, ich habe die Bremse gezogen.
draußen, ja, gut. Nein, nichts ist draußen. So, hoffentlich komme ich hier runter mit der Walze. Hoffentlich komme ich hier runter mit der Walze. Hoffentlich komme ich hier runter mit der Walze. Alles ein Brei hier oben drauf. Ich hab Bock. Und wenn die abgeht da runter. Wenn die abgeht da runter. Aber ich denke nicht. Ich denke nicht. Ein Walking. Na, habe ich jetzt den Schlüssel nicht dabei? Doch. Ich mal die Socke wieder hochziehen. Spezialsocken wieder an. Ja. Klimaanlage geht. So. Hofft man erkennt was. Also fahren ist nur hier mit. Ja. Wo ist die Bremse? Bremse offen, vorwärts, rückwärts. Wir fahren rückwärts. Besser ist das. Ja, aber schon eine LKW-Hoppe heute, ne? Der Spuren nach hier. Oder sind das ältere Spuren? Kann man sehen, wie die Walze aussieht? Oh weh. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme aufs Tiefbett. Gut, ich habe noch meine. Sorry, ich habe irgendwie das Gefühl, die Kamera steht nicht richtig, keine Ahnung. Ich habe noch meine Rampen dabei. Abstreifer scheinen auch nicht mehr richtig zu funktionieren. Das hier links scheint wohl fertige Straße, fertige Höhe zu sein. Kommt jetzt nur noch der Asphaltunterbau, also quasi Schotter und der Asphalt selbst drauf. So wie es aussieht. Okay, da ist noch drei Viertel voll. Gut, ne, dass die jetzt ausgeht unterwegs. Kann man vielleicht mal erkennen,
wie steil das hier wirklich ist. Sorry, wenn das Bild also mal wackelt, das bin ich, der die Kamera ein bisschen richtet. Ich, wie gesagt, ich hoffe, dass man was sieht. Ah, sollte aber jetzt gehen, sollte soweit abgetrocknet sein. Was heißt abgetrocknet? Halt. Sollte genügend Grip haben. Einzig wird halt sein, ob ich das Tiefbett hochkomme oder nicht. Wenn ich mir jetzt die Walze angucke da vorne, das sieht gut aus. So, mal langsam machen, Gas hier ziemlich runterdrehen. Ziemlich runterdrehen, dass wir wirklich ganz sachte hier vorne dran rollen. Wenn die dann vorne Widerstand merkt an der Walze, dann wird ein bisschen mehr Kraft auf die Luft, auf die Achse hingegeben. Ich schiebe das Tiefbett vor. Nicht dein Ernst, oder? Oh, muss man kurz rausgehen, gucken, ob ich da vorne aufsetze. Ja, ich schieb. Tieflader zurück, ne? Ja. Und da soll noch einer sagen, die Walze hat keine Kraft. Augenblick. Ich weiß auch nicht, ob ich vorne aufstehe. Was heißt aufstehe, anstehe? Ja, das wird sein. Ich stehe hiermit da vorne an. Mal gucken. Ich könnte ja auch mal versuchen. Die sind eh kaputt hier. Plastik. Die sind sowieso kaputt hier. Den da auf der anderen Seite, den da. Ein bisschen hochkommen. Versuch macht klug. Wenn nicht, muss ich halt die Rampen holen. Gucken, aber ich denke, die schiebt's vor. Okay.
Ja, hol schnell die Rambühne raus. Augenblick. Ah, es läuft, heute läuft wie Sau. Na super. Na, das habe ich auch. Das habe ich auch verbogen. Schraube weggerissen. Na, Polti, lasse ich mal hier. Lasse ich mal hier, lege mal die Rampe hinter die Rampe. So ein Scheiß. So eine Scheiße. Jetzt auch vorschieben. Dann weiß ich nicht. Und ich gucke, ob ich sie rückwärts noch laden kann. Ein bisschen vor. Gucken wir mal. Gestaubt. Gestaubt. So, stehe ich natürlich nicht mehr gerade vorne dran, ne? Ja, scheint aber zu gehen. Na komm, fahr hoch. Komm, fahr hoch. Hopp. Gibt's nicht, oder? Jetzt hat sie verloren. Sorry. Jetzt hat sie verloren. So, Bremse zu, Fenster zu. So, stehen wir in der Halle. Ich sattel jetzt noch ab. Der Bagger ist noch nicht fertig drüben in der Halle, den sattel ich morgen früh auf. Er geht dann morgen früh runter nach Hauenstein. Heute habe ich nichts mehr zu tun. Wie gesagt, hätte glaube ich mehr Sinn gemacht. Ich wäre heute zu Hause geblieben. Egal, sorry. Ist halt so. Viereinhalb Stunden gearbeitet. Könnte jeden Tag so sein. Ich nix dagegen. Ja. Bis morgen früh. So. 7:33 Uhr. Nächste Abfahrt Hauenstein. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken da vorne, da wo ich abbiege. Ich weiß immer noch nicht die Straße, irgendwas mit Wander. Auf jeden Fall ist doch da diese Verkehrsinsel vorne dran und das ist immer am Heck. Wie
wie an den rechts parkenden Fahrzeugen ist es immer schweineeng. Immer. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Fahrzeuge da vorne auf dem Parkplatz rechts stehen halt auch alle sehr weit vorne. Wenn dann links noch einer steht, das war auch schon der Fall. Wenn ich jetzt hier direkt hinter dieser Insel biege ich jetzt rechts ab. Ja, wenn dann links einer steht, dann reicht es gar nicht. Ich fahre mit meinem Heck fahre ich schon hin über die Insel. Okay, das ging jetzt mal ausnahmsweise richtig gut. Wie ist der gefahren? Das kommt mich vor, Gott. Wo hat denn der mich überholt oder ist der vor mir weggefahren? Das kann natürlich auch sein. Der hinten dran lässt mich vor und der wartet einfach da. Komm nur, komm vorbei. Geil, oder? Mir los. Also da kann ich mir das nicht erklären. Gucken, ja, da komme ich schon nie hoch, ne? Klein Rinschieße oder nicht? Das wird ja nichts mehr.
So. Laden. Hebebühne. Irgendeiner hat die Zündung angelassen. Tank so gut wie leer. Ja. Die läuft auch jetzt noch. Also die haben wir überbrückt. Gott sei Dank hatte Baggerfahrer ein Kabel dabei. Haben wir überbrückt. Die lasse ich jetzt laufen bis nach Hause. Dann wird die Batterie wieder geladen sein, denke ich. Ich gehe stark davon aus, dass ich heute noch mal hierher komme. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein Gefühl. Einer von den drei Baggern, der hier stehen, die hier stehen, entweder der KMC, der ja eigentlich weg könnte jetzt. Hey. Oder hier der 14-Tonner. Stand ein Möbelwagen vorhin, na, der ist anscheinend wieder weg. Gut, der ist wieder weg, das passt. Muss ich wirklich mitlenken hier, weil sonst rasiere ich das Auto. Jetzt das Fahrzeug. Ich nehme jetzt unseren 18-Tonner Solo. Den nehme ich, fahre ich jetzt nach Sembach hoch, lade dort Findlinge und bringe die raus nach Siebersfeld an den Campingplatz, wo wir da diese Brücke da gemacht haben. Den Gedanken von eben, ja, ich stöhne hier nicht, weil ich irgendwelche Lustgefühle, Lustempfinden habe. Ich stöhne wegen meinem Rücken. Ach, guck mal, hier kann man sogar hier, wenn man sieht, da oben, da kann man sogar den Kran erkennen. Diese vier oder fünf Windräder, die man hier vorne sieht, das waren die, wo wir quasi gefahren sind. Aber jetzt, ach, sorry, wegen der Kamerahalterung, ich muss aufhören, ständig sorry zu sagen. Tut mir leid. Ach, nee. Die Karre ist auch komplett platt gefedert. Oder war da hier blatt gefedert? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube ja. Moment. Danke. Ich glaube ja. So. Au. Da hier war, glaube ich, oder war der Vorgänger kommt. Komplett blatt gefedert. Und der hier hat, glaube ich, Luftfederung. Ich weiß es nicht mehr. So, hier ist meine Baustelle. Vorne ist auch ein toser Campingplatz. Jahre meiner Kindheit verbracht. So. Mal gucken, die Männer liegen im Bus und pennen. Und da liegen doch, oh, das ist doch alles nichts.
Alles nichts. Ich mach mal aus. Augenblick. So, bin wieder hier. Meinem Fahrzeug. Habe ich vorhin was gesagt von Bauchgefühl? Hauenstein? Wisst ja, was dann kommt jetzt. Ich sattel jetzt um. Der Dreiecksack nehme ich auf. Sattel ich auf. Mal nach Hauenstein. Nach den 14 Tonnen. Den soll ich auch geladen lassen. Noch ein Anbauverdichter dazu und ein Böschungslöffel. Der soll noch dazu. Dann morgen früh rüber nach Siegelbach. Ah, dann machen wir halt das noch. Ja, mach dir mal eine Schläuche dran. Schlauch packe ich aus. Dann geht's. Drei Ampeln hier lautern und jede Ampel rot. Also grüne Welle, funktioniert. Ja, noch gut aus heute, soll aber mehr regnen als die letzten Tage. Gegen Abend soll es dann wieder trockener werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gassweiler Weg. Muss ich da hoch? Muss ich da hoch? Auch nicht. Wenn ja, habe ich jetzt ein kleines Problem. Anliegerfrei, doch echt gesperrt. Ich hab Zucker liegen. Fahr doch einfach weiter. Oder geht's da doch weiter? Ich hab keine Ahnung.
jetzt hochkommt. Ich muss jetzt gespannt. So war. Jetzt. Und jetzt. Das reichen hier. Vom Platz her müsste das reichen hier. Was soll ich sonst machen? Ich drehe hier. Gesperrt ist. Ja, da haben wir einen Volltreffer gelandet. U2, siehst du. Geht schon
eng los mit dieser Kurve da. Ich denke, es wird auch dort so weitergehen. Hier sitzt jemand und wartet an der Bushaltestelle. Entgegenkommen. Ja. Danke. Die Automatik raus, ne, dass der meint, der muss hier jetzt den Gang hochschalten. Danke, dass du so weit auf die Seite fährst. Ich wieder über den Bandstein muss. Meine Fresse. Arbeiten auch noch. So. Ich noch runter muss. Also das hier ist der Ort, wo der Gott schallt, ja klar. Wo der Bagger raus muss oder hin muss.
hier. Das ist hier die Straße. Ochsenberg, da muss der Bagger hoch. Da kann ich doch locker hochfahren. Komm, hör auf. Gucken, dass ich hier ums Eck fahre. Ah, da steht die Müllabfuhr. Jawohl. Da steht die Müllabfuhr, jawohl. Wie das läuft hier, wie das läuft hier. Fahren wir nicht so dicht auf, genau. Ich weiß nicht, ob ich drehen sollte ohne. Wir müssen da neben hin. Du bist mein Neu. Ja. Oh. Fahrt rückwärts da, oder wie? Nee, ich fahre doch nur nicht drehe und. Nehmen und der Kollege kommt da noch. Müde, Chaos, absolutes Chaos. Jetzt wieder drehen kann, dann kommt der nächste Bus. Alle, wo kommen die jetzt alle her? Komm nur, komm auf. Könnt ihr hier abladen? Bleib hier einfach stehen und lad hier ab. Ja, ja, genau. Bleib hier stehen. Steh hier gut. Kommt alles vorbei. Da kommt alles vorbei. Passt, oder? Busse kommen durch. Ich sollte wieder rauskommen. Fahr halt den Bagger da hoch. Ja, ist es halt so. Habe ich meinen Baggerschlüssel hin? Hab ich da rein? Gut. Geh abhängen, mach los. So. Also soll Richtung Heimat kommen. Eventuell der 938. Oh, noch einer, der in der Werkstatt steht. Eventuell diesen Laden. Ah, jetzt erstmal nach Hause kommen. Die Straße wird nicht schöner hier, ne? Die Straße wird hier nicht schöner. Genau. Hänge. Ja.
übrigens doch, oder hätte doch funktioniert. Ich hätte können, so wie ich es erst vorgehabt habe, einmal um die Baustelle außen herumfahren. Egal, fahre ich jetzt so rum raus. Meter zurückfahren, ne? Naja. Könnte noch 5 Meter zurückfahren. Reicht das dann mit dem Dolly? Ja, wird reichen. So. Umgesattelt habe, lade ich drüben im Hof bzw. drüben in der Werkstatt den 938. Und den fahre ich dann auch raus nach Hoheims. Laut. Scheiß Reifen noch drauf hin. Ne? Die Reifen noch da hinten drauf. Ich glaube nicht mehr. Habe ich eben die ganzen Unterlagen bekommen. Alles angemeldet, alle Nummern, die ich so brauche. So. Mautgerät habe ich schon umgestellt auf 8 Achsen. Klung. Sieht aus, als gäbe es gleich Regen.
wollt ihr nicht fahren eben? Da stehe ich schon drin. Okay. Drin. Jetzt machen wir alles wieder rückwärts. Schläuche dran, Luft dran, Leitungen dran. Platte zu, okay. Vergessen. Könnte laut werden. Okay, doch nicht. Falls noch rüber in den Hof, ist das okay. Weil ich auch dann morgen Abend mit dem
69 hier so rausfahren. Scheint, als hätte es hier gerade geregnet. Meisten gespannt bin, ist, ob als Park, das absolute Parkverbot steht hier, ob sich jemand dran hält. Aber ich meine, das wäre, glaube ich, erst ab 4. 4. ist dann morgen. Ne? Und wahrscheinlich von 7 bis 17 Uhr oder so. Warte mal ab. Wenn wir dann irgendwann um 11, halb 12 kommen, wird alles zugeparkt sein. Gehe ich mal davon aus. Ah ja, egal. So. Scheint, als regnet es da vorne noch, oder? Nicht, ob irgendjemand da ist an der Baustelle. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Jungs die erkennen, dass die da sein werden. Ah, habe mal die Genehmigung genau gelesen. Hatte ich ja überlegt, ob ich den nicht stehend fahre. Ja? Einfach nur den Tieflader breit baue. Da wäre ich bei 4 Meter, knapp 4,20 Meter. Habe ich aber gelesen, die Genehmigung geht nur bis 4,10 Meter. Also hat sich das erledigt. Und wenn ich den hängend fahre, bin ich bei 3 Meter. Also ich bin unter 4 Meter, wenn ich den hängend fahre. 3,95, 96 so. In den Dreh müsste ich nochmal messen, wenn ich dann geladen habe morgen. Denselben Weg werde ich dann auch fahren hier. Ja, mal sehen bei Tageslicht. Ich denke, ab hier oder wenn wir von der Autobahn runtergefahren sind, wird die Polizei schon dabei sein. Sich dann direkt anrufen, wenn wir losfahren. Vielleicht sind die erst ab hier dabei, ich weiß es nicht. Vorne kommt ein Kreisel. Durch die Fahrbahnteilung hier. Ich glaube, das ist dann nicht möglich, dass wir den mittig, also mittig Quatsch, dass wir den englisch nehmen. Hätte ich gerne gemacht gehabt, aber wie gesagt, durch die Fahrbahnteilung hier, ich denke, das wird nicht möglich sein. Wobei, doch, ich sehe gerade da hinten dran, wäre sogar eine Lücke. Ne? Da wäre sogar eine Lücke, aber das müsste auch normal, müsste das auch auf normalem Wege passen. Da ist Baustelle. Aber gut, das betrifft mich nicht. Ach, das war, der passt. Alles gut. Alles gut, der passt.
wäre halt so ein Plan gewesen, wenn hier die rechte Spur halt frei gewesen wäre, dass wir hier durchfahren. Aber alles gut. So, hier vorne wird es eng. Wenn wir 3,50 Meter kommen. Aber ich glaube auch, das sind nur Sträucher. Sollte auch alles passen. Fahrbahn ist ja, ich denke, mindestens 3,50 Meter breit. Vielleicht auch nicht. Jede Kreisel, das sollte auch gehen. Er ist zwar in der Mitte hoch, aber wir fahren hier gleich rechts raus. Sollte alles passen. Und Schilder stehen. Jetzt guckt ihr das an, jetzt stehen auf der linken Seite. Ne? Jetzt stehen auf der linken Seite stehen die Fahrzeuge. Danke. Echt nicht mehr normal. Muss doch rum, es langt nicht. Muss doch rüber. Fahr du doch rüber, genau. Danke. Danke. So. Ja, und hier drin, also es ist echt, es ist ohne alle Sau. Es ist ohne alle Sau. Danke. Also die Schilder, da muss ich alle wegmachen. Sorry. Alles gut. Das gibt einen Spaß. Das gibt einen Spaß. Ich halt drüber fahren kann. Die Schonser. Oder brauchen nicht der Hobbenbacke? Brauchen nicht der Hobbenbacke? Nein, ne? Ich werde zu große Aufmerksamkeit wollen abzureisen, aber ich glaube, der Hunde ist besser. Brauchen wir. Schwing ich momentan der Rummel aus, wie ist die Schwindig kommt und dann 38. Wir kennen aber auch.
Jo. Gemacht. So. Soll Richtung Heimat kommen. Wie meine.
Bagger ordentlich die Rummel angeklopft eben. Vorne an diese Abstreifer, die über der Kette sind. Sind ja direkt hinten dran, sind ja die Tourösen. Voll die Rummel angeklopft. Vorhin beim Kette dran mache auch schon. Kann ja nichts kaputt gehen. Meine Bagger hält's aus und wie gesagt, bei mir kann ja nichts kaputt gehen. So, mal gucken, ob ich hier durchkomme. Bagger im Weg. Da komme ich nicht. Leid er. Vielen Dank! Deine Spinne in den Außen helfen! Hä? War was? Mein Auftrag geht! Ja? Gut. Ich soll heimkommen. So. Läuft, oder? Einen schönen Tag! Gleichfalls! Außer noch eine Nachricht dazu! Außer noch eine Nachricht zu! Danke! Gute Jungs hier. Also, fahren wir wieder raus. Ja, es geht ja. Sieht ja halbwegs gut aus. Der Gelbe da auf der rechten Seite könnte ein bisschen mit dem Heck, muss ich ein bisschen aufpassen. Ansonsten sollte das gehen. Ansonsten sollte das gehen. Willst du mir? Hallo? Gute Schmitty. Hi. Konnte
Gewicht ist weg hinne. So werde ich den fahren morgen.